So, jetzt möchte ich doch mit euch einmal gucken. Wie gesagt, ich habe die Palette, die Carly Baebel Palette von meinem Mann zu Weihnachten gekriegt und Geburtstag irgendwie so zusammen, hat er gesagt. Und ja, die gibt es aktuell bei DM. In unserem DM bei uns in der Stadt gab es die schon nicht mehr. Und dann waren wir wegen was anderes in der Nachbarstadt und da gab es ein DM, da bin ich rein und dann habe ich die dann gesehen und ja, ich habe die ja schon in einigen Videos gesehen gehabt und fand die auch immer schön und als ich dann den Tester gesehen habe, ja, da war ich geflasht. Also, die kostet 24,75, 95, irgendwie so etwas über 24 Euro. Dann habt ihr so eine schöne Verpackung. Also so, das war der Umschlag hier. Und ja, legen wir mal eine Seite. So sieht die Palette aus. Zack. Da ist das Spiegelchen. Hier ist so eine dünne Folie drauf. Und ich hoffe, man kann das gut erkennen. Und die sieht mega aus. Die hat 3, 6, 9, 12, 15 Farben. 15 Farben, genau, und davon 2, 4, 6, 7, 8. Ich würde sagen 8 matte. Also der ist matt, der ist matt, der und der. Oder wir werden das jetzt testen. Ja, und natürlich schöne Highlighter. Ich habe die ehrlich gesagt noch nicht einmal angepackt, außer den Tester, aber meine Palette nicht. Und ja, das wollte ich einmal mit euch swatchen. Und dafür werde ich die Kamera jetzt einmal Ja, ich umstellen. glaube, ich lasse die Kamera doch so stehen. Und dann fangen wir mal einmal an hier unten den Ton. Oh, die sind schön cremig. Der mittlere Ton. Und der hier oben. So sehen die aus. Also eine super Farbabgabe. Der glitzert schön und die beiden sind matt. Einmal trocken machen. Dann, jetzt nehmen wir den Ton hier. Also wie gesagt, die sind schön cremig. Auch die matten Töne. Oh, schön. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera drüber bringt. So einen schönen Goldton. Und der auch, der glitzert. Und in der Mitte, der ist matt. Also die sieht so toll aus. Ich habe ja mal gedacht, Steffi, nein, komm. Du hast genug Schminke, die kannst du nie benutzen. Und ja, als ich die gesehen habe. Da dachte ich, gut, das sind alles drei matte Töne. So ein Beereton würde ich sagen. Und das sind Brauntöne. Da habe ich gedacht, Steffi, lass es sein. Aber als ich die gesehen habe, da dachte ich, nee, du kannst da nicht widerstehen. So, jetzt nehmen wir den. Ach, jetzt wollte ich schon fast mit demselben Finger rein. Und, boah, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Dieser Ton, der schimmert so pink-golden. Der ist auch so gold, ja, lila-mäßig, so altrosa. Das ist auch ein schöner Braunton. Also, wie ihr hoffentlich sehen könnt, richtig schöne Schimmertöne. So, jetzt machen wir die letzten drei hier: einmal, zweimal. Dreimal und zzz, auch toll. Also der schimmert und die beiden sind matt braun. Wie nennt man das? Auberginefarben. Und das ist auch so ein ja, Bronze-Gold. Ich hoffe, die Kamera bringt das einigermaßen rüber. So. Jetzt kommen wir zu den Highlightern. Nehmen wir die ersten drei. Nehmen wir hier einmal, die haben so auch so schöne Ornamente da drin.
Boah, Hammer. Hammer. Also richtig schön. Der schimmert so weißlich-lila. Der komplett so weißlich-silber. Und der, ja, golden. Schön. Also ich glaube, da erkennt man einen schon auf keine Ahnung wie viel Metern. So, jetzt gehen wir hier rein. Boah, Hammer. Leute, Leute, Leute. Also ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Versucht noch da dran zu kommen. Die ist wirklich richtig, richtig, richtig schön. Also, weiß ich nicht, kann ich jetzt 100-mal sagen. Da hat sich das Geld also wirklich gelohnt. Schöne matte Töne, die sind alle cremig. Ja, und die Highlighter, das sind ja die Knaller schlechthin. So sieht die aus. Richtig toll. Ich finde das auch schön, dass da matte und schimmrige Töne bei sind. Ja, und die Highlighter sind ja genial. So, die wollte ich euch nämlich extra zeigen und nicht in einem Vlog, weil erstens interessiert das ja vielleicht auch nicht jeden und zweitens sollte man die Zeit der Palette alleine schenken. Gut, wie gesagt, wenn ihr da noch dran kommen könnt, das Geld hat sich auf jeden Fall gelohnt. Am Anfang, bin ich ehrlich, war ich auch etwas abgeschreckt, aber als ich den ersten Finger in den Tester gesteckt habe, wusste ich, da macht man keine Fehlinvestitionen. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.